Und damit, hey Leute, ich bin der Bruger und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer Premiere, nämlich meinem ersten PlayStation 4 Let's Play. Ach, ich freue mich so. Second Son, beziehungsweise Infamous Second Son ist ja jetzt erschienen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das Ding aus Österreich bestellt. Heute ist der 18. Ihr seht das Video allerdings erst am 21., denn da ist weltweiter Release. Ja, seht ihr mal, wie früh ich das habe. Freut mich auch ein bisschen, dann kann ich schon mal ein bisschen reinschnuppern und im Voraus aufnehmen. Das ist super. Ja, die Vorgeschichte, dazu werde ich ein bisschen was erzählen im Laufe dieses Spiels. Es kommt täglich nur ein Part leider, erstmal. Mal gucken, ich habe ja so viel zur Zeit, ich kann es euch gar nicht erzählen. Infamous Second Son. Vor 7 Jahren erhielt eine kleine Gruppe von Menschen, sogenannte Conduits, spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffen einsetzen konnten. Das Department of Unified Protection wurde gegründet, um alle Conduits, nun als Bioterroristen bezeichnet, zum Schutz der Bevölkerung zu finden und für immer wegzusperren. Es wird angenommen, dass alle Bioterroristen gefasst und inhaftiert wurden. Als Resultat zieht sich das Department of Unified Protection langsam zurück und das Militär übernimmt die Bewachung der inhaftierten Bioterroristen. Heute verlässt der erste Militärtransport mit Bioterroristen das DUP-Gefängnis Curtin Case Station und bringt sie in ein Armeegefängnis im Norden des Staates Washington. Er wird dort nie ankommen. Okay, ich kann schon spielen. Ah, super, die Move-Steuerung wird also auch eingesetzt. Und das... Oh, hört man's? Ich weiß nicht. Das Ding hat ja einen Lautsprecher, der Pad. Das Gamepad. Und, hört ihr? Das ist das Gamepad, wie geil ist das denn? Und ich muss das Ganze jetzt mit der Move-Steuerung... Ich sitze direkt vor der Konsole, vor der PlayStation. Deswegen sieht das jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Ah, guck mal. Ich muss die Schablone aussprühen, wie es scheint. Okay. Geh ich hin. Wie gesagt, ist ein bisschen filmschig, weil ich direkt vor dem Teil sitze. Ich setze mich mal anders hin, dass ich den Sensor besser erreiche. Ah, so geht's doch schon gleich viel anders. Viel besser. So, zip. Und da noch eins. Haben wir es jetzt? Ne, hier unten fehlt noch. So, schön gemacht. Okay. Das ist so geil, Leute, was? Okay, warte. Kriegen wir hin. So, guck mal, sogar die Farbe sieht man, wie sie trocknet so langsam. Ist das geil, Leute? Ist das geil? Grafisch, jetzt schon ein Augenschmaus. Erstes Spiel für mich auf der PlayStation 4, also vollwertiges Spiel. So, das war's, glaube ich. Aber es folgen noch so viele, das verspreche ich euch. Ich freue mich so darauf. Hey, wenn Kunst ein Verbrechen ist, dann... Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delze, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Die Untertitel werde ich mal anlassen, aber die sind ja echt neutral, von daher... Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Oh, und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus?
Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt, aber du siehst klasse aus, steht dir echt gut, im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts, nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, aber ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Sie ist ja super. Okay, dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. Wir sind also Dalsin. Ich weiß nicht, das hört sich an wie Dalsim. Ich nenne ihn einfach Dal. Fertig. So, Dal, dann wollen wir mal gucken. Ja, es lenkt sich doch gleich schon wie Cole McGrath so ein bisschen in Infamous 1 und 2. Ach ja, Cole. Das war ein toller Typ. Raus. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, aber naja. Hallo, Freiheit. Oh, Leute, sieht das schick aus. Das Wasser vor allem. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Oh, lass mich raten. Er kann auch nicht schwimmen. Ich hab nur gesehen in einem Video, dass er... Wow. Dass er wohl Feuerkräfte hat. Von daher bin ich mal gespannt, wie das mit dem Wasser kommt. Ich denke mal nicht, dass es genauso... Oh, guck mal. Ich denke mal nicht, dass es genauso läuft wie bei Cole, der aus Strom ja quasi war. Seine Kräfte waren zumindest Strom. Wow. Ganz schön flinker Typ. Ja, dann machen wir mal, dass wir da zum Langhaus kommen. Was ist denn Weg? Ich glaube, er ist ein amerikanischer Ureinwohner, oder? Ein Indianer. Akoma, oder? Muss man mal gucken. Ich kenne mich nicht so aus mit den Stämmen. Oh, Vorsicht. Ah, da sieht man es doch schon markiert, wo ich lang muss. Möwenkacke. Alles klar. Oh. Gut, mit Quadrat. Ich dachte runter. Oh, und die Musik, die geht mir direkt ins Ohr. Sehr gut. Passt da. Na komm, Dal. Oh, oh, kann ich irgendwie fliegen oder so? Also schweben? Ich meine, Cole konnte das auch nicht. Er konnte aber so einen komischen Dash in der Luft. Zumindest mit Maiskräften. Oder May? Hieß sie überhaupt so oder verwechsel ich das jetzt wieder? Ich meine, Nix war die Schafe von beiden, aber ja, die andere war mal so ein bisschen... Was? So ein bisschen kühl. Ich bin mal gespannt, wie sie das erklären wollen von der Geschichte her, denn eigentlich sind die Konduits ja ausgelöscht. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut ruhig nochmal die Let's Plays von mir. Oder schaut mal rein. Ja, weg da. Entzieht euch. Muss hier durch. Okay. Wow. Das war knapp. Das war cool, meinst du? Das war richtig cool. Na, auf jeden Fall, das war eine sehr coole Geschichte, die ersten beiden Teile. Auch das Add-on. Ja, man sagt ja nicht mehr die... Nee, man, eigentlich sagt man DLC, man sagt ja nicht mehr Add-on. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Hab ich aber. Und jetzt? Das ist schon cool hier. Da hätte ich irgendwie Bock, tauchen zu gehen oder so. Ich weiß nicht. Und der Plan läuft wie geschmiert. Ja, bisher. Wart's ab. Da kommt bestimmt noch was dazwischen. Ja, wie mache ich die Tür jetzt auf? Ach, das Touchpad. Ah. Hey, Mann. Ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Hast du eine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und Hältst immer wieder. Hältst du das wieder. Für einen Witz? Nein, Willst das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, wer ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen Scheiße du treten willst. Würde ich dir wirklich erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben, okay? Was? Warum ich jetzt? Ich weiß nicht, ob ich da Bock zu habe, ehrlich gesagt. Oh Mann, komm, der lebt noch. Ein Militärtruck? Das mit dem Touchpad ist cool, Leute.
Meine erste Erfahrung jetzt mit der PlayStation 4 quasi. Verdammte Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay? Oh, Cop. Oh. Hey, loslassen! Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor sie aufkreuzt. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh, nein. Ich sagte, ich will niemandem wehtun. Was war das denn? Reg? Was zum Teufel ist hier los? Was? Ich muss Reggie finden. Hat er etwa die Möglichkeit, die Kräfte zu absorbieren? Und weiß es noch... Was zum Teufel war das nicht? Was zum Teufel? Was? Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Ist das geil. Okay, ja. Er schnallt's wohl gar nicht, dass er das kann. Aufhören, aufhören, aufhören! Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören! Reg! Reg, du musst mir helfen! Ich wollte schon sagen, kann ich überhaupt noch normal laufen? Ja, jetzt geht's wieder. Wo ist dann Reg? Ich muss hier durch. Aha. Mit Kreis einen Rauchsprint und so durch die Bäume. Welche? Ach, die da. Die ungestützten Bäume. Okay. Ah, ist das cool? Hier. Wow, und es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus, Leute. Nein! Reggie! Oh, da kann ich hier gar nicht vorbei. Reg, alles okay? Dustin, was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Aber du bist... Ich muss dich da rausholen. Ja. Okay. Hilf mir schieben. Wie denn? Achso. Ah, komm schon. Nein, nein, nein! Wow. Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reggie, es hört nicht auf, Mann. Alles gut. Du bist okay. Nur atmen. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen, das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm schon. Alles klar? Ja. Dann los. Oh Mann, Leute, ist das aber cool, was für ein Einstieg. Ich bin schon wieder total mittendrin. Versprich mir nur eins, keine von diesen Tricks mehr, ja? Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay, okay. Ja, ich wollte gerade diesen Rauchdash machen. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Ist es nämlich nicht. Ich find's cool. Weiß nicht, was du hast. Wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es raus. Dawson ist auch ein Bioterrorist. Stimmt doch gar nicht. Och, Leute. Nein, ist er nicht! Verdammt. Wenn die Leute das von dir erfahren, gibt es eine Panik. Gut, geh. Beruhig die Menge. Ich bring Hilfe mit. Sieh nach, ob Betty mit dem Bioterroristen da drin ist. Und pass auf. Man weiß nie, wozu diese Freaks fähig sind. Ja. Diese Freaks. Ich wollte es gerade sagen, dein Bruder ist jetzt auch so ein Freak, mein Freund. Ich finde einen Weg in die Fischfabrik. Ich muss irgendwas tun. Betty braucht mich. Wie wär's mal, die Tür aufzumachen, Dell? Hat er wohl keine Lust drauf. Vielleicht hier vorne irgendwo gibt's da eine Pumpenanlage, mit der ich da unterirdisch irgendwie... Irgendwie muss man doch da reinkommen.
Ja, ich frage mich auch gerade. Ah, aber guck mal, die Steuerung ist wie von Cole, so ein bisschen. Man kann Doppelsprünge und... Ja, was heißt Doppelsprünge? Man kann sich an den Objekten abstoßen. Aber es sieht viel sauberer aus einfach, von der Animation auch. Lüftungsschacht. Ich hab's mir doch gedacht. Es leuchtet schon so verführerisch gelb, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Hallo? Lüftungsschacht? Ach so. Ich dachte, der Fingerabdruck eben auf dem Touchpad, da muss ich wieder drauf. Luftschächte. Wow. Gut zu wissen. Aha, das sollte ich mir merken. Guck mal, seinen eigenen Bruder hat er da besprüht, oder? Reggie Rowe. Our new Sheriff. Das ist ja schon ganz schöner Arsch, du. Ja gut, das ist meistens so das große Bruder-Syndrom. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe nur einen kleinen Bruder. So. Aber ich glaube, das hier müssen wir noch öfter einsetzen. Boah, ist das cool. Und Rinder. Das tut sicher weh. Betty! Wo steckst du, Betty? Durchhalten, Betty! Was ist denn? Achso, ein Rauchsprint durch die... Geht das überall jetzt? Oder nur, wo es brennt? Oder eben so leicht durchsichtig ist alles? Wow. Oh ja, das funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Ah, cool. Eine Feuerkette. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie dir. Weg von mir. Ich versuche Nein, Ihnen zu helfen. Bleiben Sie weg von mir! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit! Oh. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus! Gut, ich bin weg! Nein, erst bringst du das in Ordnung! Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis das DUP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Hey, halt, halt, halt! Ach so, verkehrt, das scheint der Typ jetzt auch nicht zu sein, oder? Ist ja kein Mörder, glaube ich. Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Du gehst nirgendwo hin. Bis das in Ordnung ist! Ich glaube... Keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conduit, Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Lauf um dein Leben, Klopp. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Also ich glaube, Del war vorher schon ein Conduit, nur eben nicht so einer wie er hier. Ist nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung bringen. Dann zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit.
Das DUP ist unterwegs. Und sie weiß, dass ich Au. Du Penner. Ja. Das hol dich mit einer Kette und du gibst nicht auf, oder was? Was ist da los? Au. Komm schon. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Sag's mir jetzt. Ich gehe nicht zurück nach Köln. Ja, ja. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reden bringt. Viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischfabrik kommen. Wo ist er jetzt hin? Ach, hier. Okay. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp. Wir können doch reden. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr da. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ja, ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Tja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Ah! Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Boah. Nee, Leute, ich stell mich. Also das ist keine Frage, keine Gewissensfrage. Das ist einfach... Es gehört sich so. Also, ich kann die doch nicht opfern. Absolut nicht. Ihre Freiheit zu riskieren und Betty zu beschützen, ist der erste Schritt, um ein Held zu werden. Ja, ich will kein Abtrünniger sein. Also Leute, daran merkt ihr es schon. Ich werde den guten Pfad wählen. Aber ich glaube, ich werde dann im Laufe des Spiels auch vielleicht manche Entscheidungen treffen, die nicht immer gut sind. Wobei ich dann aber auch ein alternatives Ende freispielen werde, denke ich. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie umfangreich dieses Spiel ist, aber ich habe das bei den anderen ja auch immer gemacht. Immer ein optionales Video mit dem schlechten Ende nochmal. Gut, wir stellen uns natürlich.
Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Delta. Ah! Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Die blöde Sau, ganz ehrlich. Neue Karma-Stufe Beschützer. Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Ja, das finde ich doch schön. Opfer. Wach auf! Wow, Leute, diese blöde Kuh, oder? Mit ihrem komischen Betonzeug, was sie macht. Ich denke mal, mit der werden wir noch zu tun bekommen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen an dieser Stelle, das war's für den ersten Part. Hat schon ganz schön Überlänge, aber ich bin so drin gerade, Leute. Ach, ist das schön. Ja, ich lasse es auch auf Deutsch, also falls ihr euch wundert. Naja, Leute. Wäre lieb, wenn ihr mich unterstützt mit einem Like und einem Kommentar. Also, ihr wisst ja, wie es ist. Neues Projekt, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und YouTube ist zuweilen Krieg, von daher, naja, ihr wisst Bescheid. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid nächstes Mal, wenn es wieder heißt Infamous Second Son.